Aber die Schreibe in die Zwerge war ja nur grottig. Also, ob er da unter Zeitdruck gestanden hat oder so, ich weiß es nicht. Die war so schlecht. Also ich habe immer gehört, Zwerge soll ja total toll gewesen sein, das war bei Markus Heitz Buch und so, aber ich habe es bis jetzt noch nicht Ja, gut. gelesen. Gut, du darfst nicht vergessen, dass natürlich Shadowrun-Bücher eher Nischenprodukt sind und so Nerds wie wir das lesen. Während halt die Zwerge ein Massenprodukt ist, ne? Das heißt, die große Masse Bildzeitungen. Jetzt habe ich beinahe selbst Bildzeitung gesagt. Ich habe Bildzeitung gesagt, ne? Ja, Um du hast Gottes Willen, Bildzeitung es tut mir gesagt. leid. Die große Masse der Bildleser und die das richtig geil finden, die Bild, ja, die lesen das halt auch. So, und dementsprechend, ich sag mal, anspruchslos ist die große Masse auch, was literarische Qualität betrifft. Vielleicht war ihm das ja auch bewusst und er dachte sich, naja, ich liefere jetzt einfach mal nur ab und gut ist. Aber der hätte halt viel besser können als das, was er da gezeigt hat bei den Zwergen. Das war wirklich gruselig. Echt gruselig. Also wie gesagt, ich habe das Buch noch nie gelesen. Ich habe bis jetzt nur relativ wenig von Markus Heitz gelesen. Um genau zu sein, habe ich, glaube ich, bis jetzt nur den ersten Roman von Justifiers, der war ja von ihm, habe ich gelesen. Der hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Wie gesagt, er kann auch schreiben, ist überhaupt keine Frage. Er ist ja auch nicht unser deutscher Top-Autor, quasi, was solche Sachen betrifft. Ja, gibt noch ein paar mehr, die Und gut ich finde sind. das Justifiers-Universum auch sehr cool. Also das Rollenspiel würde ich durchaus spielen. Ein Bison-Beta mit einer großen Kanone. Hinten wollen wir jetzt Ja, nicht mehr erkunden, sehe ich richtig, ne? bitte? Hinten wolltest du jetzt nicht mehr erkunden. Nee, das ist noch zu wenig, da ist nichts mehr. Das ist so ein kleines Eckchen. Ja, genau. Ja, ansonsten spielen wir ja noch am Samstag mal Werwolf. Ja, Werwolf ist ein absolut großartiges Rollenspiel. Das System ist genau dasselbe wie bei Vampire, die Maskerade. Ja, aber die Welt Und ist, also die, es ist auch dieselbe Welt. ja, die Welt ist geil und die Werwölfe an sich sind halt einfach von der Story her viel, viel geiler als Vampire. Ich finde es auch viel lustiger, nur das mit der Heilung ist ein bisschen doof. Mit der Heilung, wieso? Es gibt ja drei Schadensarten: Schlagschaden, tödlicher Schaden und schwer heilbarer Schaden. Ja. Wobei für Vampire Schlag und tödlich relativ austauschbar ist. Event. Oh, cool, das kenne ich noch Den nicht. kenne ich nämlich auch Erbrennende noch nicht. Not. Also, das habe ich hier unten immer nichts. Oh, da brennt sich was. Später Behemoth. Tagebuch des Gefangenen. Say all the torture and dark magic will turn us into demonic slaves for King Leoric. What foolish lies. 17th day of Lunasar. Naja, wir spielen halt mit Werwolf halt mit Moment, vierköpfigen Gruppe und einem Meister. Also das ist halt eine Person mehr als beim Shadowrun. Das sind dann vier Menschen, die sich teilweise ein bisschen mehr oder weniger komisch anstellen, und ich spiele dann halt als Wölfling da drinne. Was mitunter zu dem einen oder anderen Kommunikationsproblem führt. Ja gut, das gehört halt dazu, ne? Und ich mich teilweise echt verbiegen muss, um Leuten irgendwas klar zu machen. Ja. Die alte Jungfrau ist da noch. Wo ist sie? Ach, da hinten. Ja. Warte, warte, warte. Komm mal, komm mal. Aber durchaus kann man als Wölfling einfach stumpf total krasse Sachen machen. Ja, was halt cool an Werwolf ist, dass es eigentlich ein total spirituelles Spiel sein kann, auch zusätzlich zu dem physischen Spiel, was man halt hat. Aber das kriegen auch viele Gruppen nicht hin. All I could think of when I was trapped in that horrible darkness was that no one would ever know what had happened to me. Was das Kranke jetzt ist, mich interessiert nicht mehr, was mit dem Typen passiert wäre, aber immerhin kriege ich dafür EP und Gold. Naja, was soll ich sagen? Achso, warte mal eben kurz bitte. Ich will mal eben skillen. Ich habe ja ein. Power! Beep, beep, Ich habe jetzt Electrocute, aber ich mag Electrocute nicht. Keine Orb. Snowblast. Nee. Und Force Wave. Ah ja.
Das ist mal irgendwas cool. Interessantes hier gefunden, neuer Helm oder sowas. Moment, besser um Chance, magische Gegenstände zu finden. Kauft. Schultern. Nackenschaden. Hier so ein dämlichen Köcher, der mir nichts bringt. Wobei 15 Geschicklichkeit ist schon nicht schlecht. Das sind meine Armbrüste, glaube ich, besser insgesamt. Ja, drei magische Eigenschaften hat der Köcher immerhin. Schaden? Nee. Armbrust ist Müll. Ich überlege, ob ich mit zwei Handwaffen mal rumrennen sollte als Dämoniker. Tja, keine Ahnung. Da kann ich den. DPS scheint ja niedriger zu sein dann. Ja, aber das legitimiert einen halt zu einem Köcher dran. Aber dafür hast du höheren, also einen höheren Einzelschaden quasi pro Hit. Ja. Ja. Ich leck da ein bisschen, Mami. Help me hunt him and I will sail to you instead of those zealots. Den Typen kenne ich auch noch. No. Das ist ein Ereignis, ein Ereignis. Er fliegt von der Brücke und Abflug. Leider nicht ganz. Doch, der eine ist tatsächlich runtergeflogen. Achso. Ging auch gar keine Chakrams. Die Reichweite von Geschossen ist so bla. Das ist in der niedrigen Auflösung, in der ich hier spiele. Warum spielst du eigentlich in der niedrigen Auflösung? Weil das YouTube-Freund nicht ist. Quatsch, du kannst doch ein bisschen. Ich habe eigentlich oben und unten schwarze Balken und insgesamt die Qualität ist ein bisschen anders. Ja, aber was heißt ein YouTube-freundlich? Du kannst doch mit 1080p arbeiten, das ist doch kein Problem. 1680. Nein, also 1920 mal bla 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 und dann gibt das 1080p ja, Qualität. Ja, aber irgendwie mag YouTube das nicht und dann habe ich da lauter Balken ringsum dauernd. Hä? Wenn du deine Auflösung auf 1920... 1680 habe ich. Maximum. Ach so, Maximum. Wieso das denn? Ich habe keinen HD-Monitor. Ach, deswegen. Ja gut, okay, deswegen das erklärt das natürlich. Bin ich halt etwas gezwungen, niedriger Auflösung zu machen. Ja gut, okay, das ist natürlich jetzt leider etwas scheiße. Wenn ich mal Geld habe, werde ich mir auch einen HD-Monitor besorgen. Die kosten, was kosten die? 150 oder so. Wenn überhaupt, ja. Aber das Geld muss man erstmal haben. Ja, ja, logisch. Ich habe jetzt erstmal gerade eine Reparatur, die ansteht. Nee, das, so war es jetzt nicht gemeint. Ich dachte nur, du hättest sowas schon, deswegen wundert mich das gerade. Nee, leider nicht. Ich habe 22 Zoll-Monitore, beide von Samsung. Ja. Und die sind nun mal zwar ja, sehr nee, schön okay. Mit Widescreen und so und ich habe damals auch gar nicht irgendwie so weiter drüber nachgedacht. Und halt so, hey, Widescreen klingt ja schon ganz geil, aber kann ich mich halt damit nicht so aus oder vielleicht hier wieder übel. Viel Zeug. Au, 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 das tut weh. Albtraumhafte wilde Scheu sein. Ja, das, die lassen einen mal fliehen, das ist zum Kotzen. Ja, das finde ich eigentlich nicht mal so schlimm, aber die scheiß Skelette mit den Zweihandwaffen sind übel. Ja, das schon mal eben Beute sammeln. Ach, Beute wird auch überbewertet und so. Ja, ne? Du bist aber sowieso mal in die Stadt meine Mentallehrerin, glaube ich. Ja, noch nicht ganz. Also ein bisschen Zeit habe ich noch. Gehen wir mal hier rüber, mal gucken, wie es diesmal aufgebaut ist. Oh ja. Das ändert sich hier auch mal ganz gerne. Aber ich kann mich noch an die alten Geheimräume in Diablo 1 erinnern. Haha, das war großartig. Ja, vor allem, die zu finden war eigentlich sogar relativ leicht, weil die immer ja. Einen Gang ringsum haben. Yep. Das war total knuffig. Aber solche Geheimräume gibt es leider nicht mehr. Nein. Wobei, Harper meinte, er hätte mal irgendwo eine zerstörbare Mauer entdeckt, wo man durchgehen konnte. Ach ja? Aber ob das ein Event ist, weiß ich nicht. Und er konnte sich wohl auch nicht dran erinnern, wo er das gesehen hat. Natürlich nicht. Deswegen ist die Existenz davon angezweifelt. Ja. Ist nachvollziehbar, ne? Hast du irgendein. Hab ich. Das ist meine Regeneration, richtig. Igoik! Tschack. Joink. Na, die hässlichen Biester. Ja. Hey! Hier, guck mal, ich kann winken! Hier! Wieso rennst du eigentlich so weit nach vorne, ey? Weil ich ein bisschen Platz benötige. Ich bin halt verschwenderisch ausgiebig. Ich hab grad. Oh ne, der hat die Aale ausgeschissen. Ich hab schon das Skelett ausgeschissen. Sehr merkwürdig gewesen. Das ist echt schwer, so ein
drecksweißen Gegenstand aus Versehen eingesammelt. Ja. Zum Kotzen. I'm just warming up. Geh mal in die Stadt. Okay. Okay. Doink. Neun? Doink. Achso. So, wir sind auch ein paar Level aufgestiegen. Das heißt, ich kann auch mal gleich nachgucken, ob ich ein paar Items in meiner Kiste habe, die ich verwenden kann. Die Items hier verscherbel ich einfach mal ganz stick. Yay, Geld! Oh yeah. Und tatsächlich kann ich nichts benutzen. Ich sage das mal ganz vorsichtig und diplomatisch. Kreuz. Brauchst du nichts mit Stärke, ne? Ich glaube, wir haben schon mit 8 Int. Stärke brauche ich nicht, ne? Ich habe hier auch lauter Int-Gegenstände und so ein Kramoning, aber das ist alles erst so Level. Mit 20 rum. 22 fängt das anders an. Ist noch ein bisschen hin, bis wir da sind. Ja, aber viele Sachen von denen, die ich finde, sind einfach sehr geil für Dämoniker. Aber das ist so ab Level 20 aufwärts alles. Tja. Das ist nicht gut. So, kommst du, Schnuffi? Sekunde, Schnuffi. Ich muss mal eben gucken, ob sich irgendwas in der nächsten Zeit anbietet. Ja, Armschienen. Oh ja, die Armschienen ab Level 17 sind nett. Ah. Ja, das machst du ab 20 oder so. Das ist nicht gut oder ist es gut, aber nicht jetzt gut. Ups, jetzt bin ich gegen das Mikro gekommen, sorry. Nein, das Mikro, nein! Das Mikro, acht! Ach, wie schön, dass keiner weiß, dass die Chakrams durch die Gitter gehen. Ich schleich mich hier extra hinten rum, um den Rücken zu fallen und du machst so eine Nummer. Ja, das ist wieder so typisch, krank, ne? Typisch Florian, echt so typisch Florian. Ja, irgendjemand muss die Scheiße doch machen. Verstehe. Mensch, was ich gar nicht gewusst habe, du hast hier richtig so ein, zwei Hardcore-Fans, ey. Hardcore-Fans? Naja, die schreiben dann sowas in deine Videos rein wie, wieso bist du eigentlich nicht so bekannt, du bist doch voll gut. Ja, sowas gibt's öfters mal, aber das ist natürlich meine persönliche Empfindung von den Leuten. Ich habe jetzt, kam jetzt auf mein Maximum von 109 Abonnenten, habe ich auch schon wieder zwei verloren. Ich keine Ahnung, ob ich irgendwas mache, was den Leuten nicht gefällt oder ob ich den nicht genug hochlade. Ich meine, ich lade jetzt mittlerweile ja 5 Let's Plays hoch. Das naja, machst du irgendwo Werbung für deinen Kanal? Nein. Ja, ich auch nicht. Von daher ist es ja klar, dass da jetzt nicht... Naja, also viele Leute kennen mich ja auch über Harpes Kanal und der hat ja so seine 1000 Abonnenten schon. Okay. Und ich weiß nicht, ob da Leute von mich abonnieren wollen, oder es deckt sich wahrscheinlich, dass diese 100 Abonnenten, die nur übrig sind, auch bei Harpe drin waren. Spielt jetzt im Endeffekt auch keine Rolle, wie viel Abonnenten man hat. Nee, das stimmt. Also wenn man irgendwann mal in so einen 100.000er Bereich tatsächlich reinkommt, dann ist es natürlich eine nette Sache. Ja. Aber... Da würde sich nur Monetarisierung lohnen. Genau, weil sich ab dann Monetarisierung lohnen würde. Aber deswegen fängt man sowas hier ja nicht an. Also, nein. Oder wenn man es anfängt, dann ja viel Erfolg und so. Ja, ich mache es einfach nur, weil ich Spaß am Spielen habe. Und richtig. Wenn ich schon spiele, dann können auch Leute, die die Spiele nicht haben oder nicht haben wollen oder sich nicht sicher sind, ob sie haben wollen, einfach mal die Videos angucken und dann sich selbst ein schönes Spiel haben wollen. Ich bin da auch total per Zufall rüber gestolpert irgendwie. Ich habe mal... auf YouTube so ein Let's Play Video von jemandem gesehen, fand es halt sehr witzig, wie die das gemacht haben, das sind mehrere Leute. Und gut, ich war nicht mit allem einverstanden, was sie so erzählen irgendwie und bla, aber das ist halt, ne? Ja, bei mir kam es wie bei vielen anderen mittlerweile auch über Minecraft, so mehr oder minder. Über Gronkh, ne? Nee, nicht über Gronkh. So. Gronkh kannte ich vom Namen zwar so als Randerscheinung. Dass da wohl irgendwas mit so einem Typen ist, der halt so total irgendwie Let's Plays macht, aber ich habe mir die zu dem Zeitpunkt noch gar nicht angeguckt und wusste es auch nicht so wirklich, was das ist. Ich war mir nicht sicher, ob ich mir Minecraft holen sollte oder nicht, weil ich habe es mal registrierte Version gespielt. Und so bin ich auch drüber. Und das fand ich halt schon ziemlich knuffig, das Game, irgendwie total fesselnd, was man da machen kann.
mit diesen Klötzen und hab dann einfach mal im Netz geguckt, so, ja, lohnt sich das jetzt wirklich für